Der Punkt ist doch folgender. Es wird immer Menschen geben, die sagen, ich will das alleine machen. Weil sie einfach sich das zutrauen, weil sie einfach vielleicht auch sogar Spaß daran haben, sich dieser Herausforderung zu stellen. Die emotionale Reise eines Privatverkäufers oder generell Verkäufers einer Immobilie, so wie geht das eigentlich los? Wie siehst du das? Aus meiner Erfahrung ist es einfach so. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Immolution Podcast und heute mit Christian Atzinger. Und wir wollen uns unterhalten über das Thema so die Reise, die emotionale Reise eines Privatverkäufers oder generell Verkäufers einer Immobilie, so von den ersten Gedanken. Ja? So, wie geht das eigentlich los? So die ersten Gedanken, wie siehst du das? Aus meiner Erfahrung ist es einfach so und auch aus den Gesprächen hat sich das so ergeben, in der Regel tritt irgendein Ereignis ein. Sei es Erbschaft, Scheidung, Tod, was auch immer, Veränderung, Jobrad katapultiert dich irgendwo anders hin und du beginnst zu überlegen, was mache ich mit meiner Immobilie. In der Regel kommt dann ja oft so eine Recherchephase und da ist schon der Hase begraben. Aber ich finde es nicht spannend, also ich habe da so ein Bild im Kopf, ne? Also dieses Bild so, Peter sitzt mit Ute zusammen beim Frühstückstisch und Peter, jetzt haben wir ja Sommer, kommt so komplett hechelnd, letzter Tag, hechelnd vom Rasenmähen und Ute sagt, sag mal, das kannst du doch auch nicht mehr lange machen, oder? Sollen wir nicht das Haus verkaufen? Genau. Irgendwie sowas, oder? Genau, das sind meistens so die Auslöser, wo man dann sagt, irgendwie ist es uns jetzt zum Beispiel auch einfach zu groß oder zu viel, die Kinder sind draußen, genau, wollen wir nicht nach Mallorca gehen zum Beispiel. Genau. Oder Ute sitzt halt alleine da, weil Peter ist gegangen, ja, also genau. Peter ist halt sozusagen gestorben und jetzt sitzt Ute da ganz alleine zu Hause und sagt, was mache ich denn jetzt, ja? Und dann sitzen vielleicht die Kinder mit am Tisch, ne? Genau. Und sagen, hier soll man nicht das Haus verkaufen. Wie geht es denn dann weiter? Meistens ist halt dann so, dass es beginnt eine Recherchephase. Wie soll man es machen? Wann soll man es machen? Und vor allem, was für einen Preis kriegen wir für unsere Immobilie? Und ich habe in vielen Gesprächen jetzt so im letzten Jahr mitgekriegt, das erste und häufigste, was gemacht wird, ist, ich orientiere mich mal an meiner Umgebung. Und meine Erkenntnis war da jetzt sehr häufig, vor allem in den Immobilienportalen sind viele Immobilien oder sehr häufig Immobilien einfach inseriert, die vielleicht so an der absoluten Oberkante oder so 10-15% drüber sind. Oder noch mehr. Oder auch noch mehr. Also ich habe da sogar den Eindruck, dass, also ich habe noch gar nicht so lange her mal so ein bisschen recherchiert und da kam ich teilweise auf bis zu 50% über dem Preis. Ja. Also bis zu 50%. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne einmal so gerade so ein bisschen noch mal nach, nicht bohren, aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, ich weiß, dass die Leute tatsächlich erstmal sich auch so Kinder, Nachbarn, Freunde, ne, du sagst Umgebung, ne, ja, Umgebung, aber auch wirklich mit Menschen unterhalten, ne, und dann daraus irgendwie ableiten. Dann gibt es ja die sogenannten Schattenberater auch, ne? Oder sag mal die Freundesberater. Ne? Da ist der Banker oder Bankerin, die war eigentlich nur am Schalter, ne? Also gar nicht wirklich viel Ahnung von Immobilien hat, aber ist ja Bankerin, muss ja Ahnung von Immobilien haben. So diese Leute so befragt werden, so das Umfeld wird befragt. Ne? Genau. So, und daraus entsteht irgendwie so eine Vorstellung. Richtig. Und dann ist oft so der nächste Schritt, dass vielleicht dann die Kinder oder je nachdem, in welchem Alter man sich befindet, wird dann mal der Laptop angeschmissen und dann werden mal nach Immobilienbewertung gegoogelt und dann ploppen da irgendwelche Seiten auf und dann gibt man da Daten ein und dann kommen Preise von unterirdisch bis überirdisch. Und was die meisten nicht wissen, ist, diese ganzen Tools, die da online unterwegs sind, dienen eigentlich nur einem Zweck. Nicht der Information, sondern der Datengewinnung, damit diese Informationen an zum Beispiel Immobilienmakler verkauft werden können. Mhm. Und die Eigentümer wollten zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Informationen haben, werden aber dann in den nächsten Tagen und Wochen
schon von Immobilienmaklern bombardiert, weil die Leute bzw. die Inhaber dieser Seiten verkaufen diese Informationen dann einfach an 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Immobilienmakler. Heißt aber ja ergo, Christian, erstens, dem Verkäufer muss eigentlich klar sein, dass das in der Tiefe nicht, oder das, was, dass es in der Tiefe dazu führt, dass er Kontakt zum Makler bekommt, was ja mal vom Grunde genommen nichts Falsches und auch okay ist. Vielleicht war er aber noch gar nicht so weit, dass er das wollte. Genau. Auf der anderen Seite, jetzt aus der Immobilienmakler-Sicht auch mal betrachtet, ist halt eben auch wichtig, dass dem Immobilienmakler auch klar sein muss, ja, dass die Person auch an einem bestimmten Punkt erstmal abgeholt werden muss, ja, orientiert werden muss, Hilfe braucht, Daten braucht, Informationen braucht, damit er überhaupt mal erstmal die finale Entscheidung treffen kann. Genau. Oder? Richtig. Ja, und lass uns mal schauen, wie lange dauert denn so eine Reise, ja, bis wirklich so dieser erste Gedanke da ist, dann bis final wirklich die Entscheidung getroffen wird für den Verkauf. Also meine Erfahrung ist, dass das, jetzt gehen wir mal wirklich von bis, von wirklich ziemlich zügig, von ein paar Wochen, aber bis zu 1 bis 1,5 Jahren kann dieser Prozess dauern. Weil vor allem jetzt, wenn Personen lange in einer Immobilie gelebt haben, ist es immer auch so eine irrsinnige emotionale Bindung an die Immobilie. Und auch wenn es schwer ist, Rasen zu mähen, auch wenn es eine Mühe ist, es immer wieder sauber zu halten. Und wenn man ehrlich gesagt die ganze Infrastruktur am Laufen hält, weil einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die Kinder zu Besuch kommen, zu Weihnachten oder zu Ostern, ist es trotzdem so, die sind hier aufgewachsen. Absolut. Da hängt so viel, in jeder Macke, in jeder Tür gibt es eine Geschichte dazu. Und man tut sich teilweise da einfach auch schwer, loszulassen. Also exakt. Also der Makler hat die Aufgabe einerseits, einem Privatverkäufern wirklich ein Unterstützer zu sein, ein Helfer, ein Ratgeber zu sein, aber auch das Gefühl zu vermitteln, sie da an dem Punkt abzuholen. Ja. Ja? Ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich für einen Privatverkäufer, also Eigentümer, natürlich so, irgendwann muss halt auch eine Entscheidung getroffen werden. Ne? Was willst du jetzt? Ne? Möchtest du also dieses Lösen, ne, oder? Ja, dieses Lösen können von etwas. Ja. Und was ich auch glaube, wenn man vielleicht mal darüber jetzt, das mal da abschließen an dem Punkt, sagen, okay, also es ist eine gewisse Reise, die legt man zurück, ob die jetzt ein paar Wochen oder sagen wir mal 2, 3 Monate dauert, bis hin zu 1, 1,5, vielleicht 2 Jahre, soll auch Fälle geben, dann dauert es 3 Jahre, aber sagen wir mal so irgendwo so diese Range, da läuft es ab. So, und jetzt ist es soweit. So, und jetzt kommt ja auch der nächste Punkt ist, mache ich es jetzt privat? Ne? Also verkaufe ich privat oder verkaufe ich über einen Makler? Genau. Und da ist im Endeffekt die Entscheidung eigentlich relativ einfach. Egal, ob ich jetzt privat verkaufe oder mit einem Makler, sollte mal prinzipiell die Entscheidung getroffen werden beziehungsweise darauf geachtet werden, dass man es hochprofessionell macht. Wenn man dazu in der Lage ist, dass man eine Immobilie wirklich top selber verkaufen kann und weiß oder sich informiert, welche Hausaufgaben gemacht werden müssen und die dann auch 1:1 gut umsetzt selbst, dann ist es durchaus auch legitim, die Immobilie mal privat zu verkaufen. Und dann wird die Person auch bei dem Immobilienverkauf ein cooles Ergebnis und einen tollen Erfolg haben. Okay, ich plädiere schon auf die Profi-Version, würde ich jetzt drauf plädieren, ja. Aber ich kann verstehen, was du sagen willst und was du meinst. Der Punkt ist doch folgender. Es wird immer Menschen geben, die sagen, ich will das alleine machen. Klar. Ne, so wie du es auch gesagt hast. Genau. Sie werden es alleine machen wollen, weil sie einfach sich das zutrauen, weil sie einfach vielleicht auch sogar Spaß daran haben, sich dieser Herausforderung zu stellen. So, allerdings gibt es einen großen Teil, und da möchten wir oder ich zumindest sagen, man darf auch den Aufwand nicht unterschätzen. Ja, der Aufwand ist, du musst dich eben mit vielen Interessenten auseinandersetzen. Du wirst dich mit Immobilienmaklern auseinandersetzen müssen, ne, weil die wollen natürlich auch Aufträge generieren, werden anrufen, werden sich melden und so weiter. Aber Interessenten muss man anrufen. Die muss man auch bedienen. Auch man zeitnah. Muss, ja klar. Zeitnah. Absolut. Das ist super man muss Besichtigung, wichtig. Man muss Besichtigung führen. Man muss vor allen Dingen zuallererst mal wirklich den Wert der Immobilie vernünftig einschätzen.
vernünftige Daten. Das muss man professionell tun, weil gerade jetzt in der Phase 2023, Zinswende, gestiegene Zinsen, Kaufpreise sinken, beziehungsweise müssen sinken, teilweise sind es ja noch nicht, werden aber auf jeden Fall angepasst werden. Und da kann man sich ganz schnell ein stattliches Vermögen versauen, ja. Oder? Stattliches Vermögen versauen, wenn man da mit einem falschen Preis reingeht. Ja, was sind deine Erfahrungen? Und hier ist es einfach so, und darum habe ich das vorher eben auch gesagt, es gibt da zwei Seiten. Wenn man hier seine Hausaufgaben nicht exzellent macht oder nicht in der Lage ist und wirklich mit geschwellter Brust sagen kann, ich habe das Thema hier aus Spaß und auch inhaltlich voll unter Kontrolle, dann Finger weg davon. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Stolpersteine, wo man hier richtig daneben liegen kann. Und jedes Mal, wenn man daneben liegt, kostet es einen teilweise viele 10.000 Euro. Und wie du schon gesagt hast, es geht schon los beim richtigen Preis. Und dann muss man wissen, wie man das korrekt ermittelt. Genau, und das ist umfangreich. Das ist umfangreich. Das ist eben nicht mal schnell online eine Immobilienbewertung gemacht oder mal einen Makler kommen lassen. Was ist der größte Fehler aus deiner Sicht? Ja, der größte Fehler aus meiner Sicht ist einfach zu wenige Daten, zu wenig Informationen. Es gibt einfach auch leider zu viele Berufskollegen, die machen dann, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, die schauen sich eine Immobilie an und machen dann eine Sprengnetterbewertung. Sorry, das ist eine Information zu einem Preis und das ist zu wenig. In anderen Ländern wie zum Beispiel USA gibt es Datenbanken, da kannst du drauf zugreifen, da weißt du über die 40 Häuser in der Nachbarschaft, wann welche zu welchem Preis verkauft wurden. Da hast du reale Daten, das hat man in Deutschland nicht. Da man das hier nicht hat, muss man einfach gewissen Regeln folgen, um hier eine stabile Grundlage zu haben und das ist relativ einfach. Einmal durch die gutachterliche Brille zu gucken, Sachwert oder Ertragswert. Und danach, gut, da scheiden sich die Geister, aber mindestens 4, 5 stabile Vergleichswertverfahren zu machen. Und dann einfach aufgrund dieser Informationen, die ich hier jetzt bekommen habe, dann die wertmindernden oder auch wertsteigernden Faktoren einfach berücksichtigen. Habe ich jetzt hier einen Durchschnittswert und habe ich eine Immobilie, die komplett runtergewirtschaftet wurde? Ich hatte vor kurzem jetzt eine Immobilie, da ist eine Dame verstorben, die hat 40 Jahre in der Wohnung gelebt, die komplett zugeschimmelt. Ja, da stimmt der Durchschnittspreis nicht, da müssen wir nach unten gehen. Jetzt bin ich voll bei dir. Ich habe ein anderes Beispiel, da haben wir beide, also nicht wir beide, sondern ein Kunde von mir noch, haben wir beide die Immobilie nahezu exakt gleich ermittelt, ja, bei runden roundabout 750.000. Ja, und am Ende des Tages, und das ist dann die Kehrseite der Medaille, ne, wenn du, wie genau so exakt, wie du es gerade gesagt hast, wenn du deine Hausaufgaben machst und du schaust aber dann auch den Markt genau hin, na, wo dann eine Vergleichsimmobilie, nämlich im gleichen, exakt gleichen Haus, die Erdgeschosswohnung, wir haben die Penthouse-Wohnung, wir hatten die Bel Etage, wir haben gesagt, wir können doch jetzt nicht mit 750.000 Euro, wenn der andere mit der Erdgeschosswohnung mit 800.000 Euro reingeht, ja, und viel höheren Quadratmeterpreis und dann konnten wir durch eben die Marktdaten den korrekten Angebotswert und wir haben für 870 verkauft. Und die Immobilie ist vor 2 Jahren Neubezug, also Neubau-Erstbezug, auch für 870.000 erworben worden. Also trotz Zinswende, trotz kippender Preise, auch gerade im Neubaubereich, war es überhaupt kein Problem und eine Punktlandung, die Immobilie zeitnah, ohne Zeitverzögerung zu einem fairen Angebotspreis zu verkaufen. Ja? Ist richtig, aber das erreiche ich ja nur, wenn ich aus meiner Perspektive sind das einfach 3 Schritte, die gegangen werden müssen. Habe ich die Entscheidung getroffen, dass die Immobilie verkauft wurde und habe ich einen ordentlichen Preis ermittelt, dann gehen 3 Punkte los. Nummer 1 ist Vorbereitung. Bei der Vorbereitung geht es darum, dass ich einfach alle Hausaufgaben mache, alle Unterlagen, alle Dinge zusammentrage, die ich für den Verkauf brauche, mir einen ordentlichen Fotografen suche, die Immobilie gut aufbereite und. Exakt. Diese ganzen Themen, die Hausaufgaben erledige, die im Vorfeld zu tun sind. Und das kann doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das kann doch eigentlich auch nur jemand machen, der es jeden Tag tut. Ja, es ist ein Profi und ein Team hat und so weiter. Na, selbst wenn du jetzt mal überlegst als Einzelkämpfer, was kannst du denn da am Ende des Tages machen? Kannst eine Immobilie nach der nächsten, also eine nach der anderen verkaufen, ist auch fein.
keine Frage. Nur, was ist, wenn du mal krank bist als Makler? Ne? Und ich vergleiche das dann auch oft. Du, ganz ehrlich, wir beide können gut kochen. Ich kriege auch ein tolles Schnitzel hin. Aber so wie in einem Vier-Sterne-Restaurant kriege ich es nicht hin. Genau so ist es. Warum? Ich mache es halt vielleicht zweimal im Monat oder einmal im Monat. Genau. Und der Koch ist halt in seinem Business Vollprofi. Der macht es, der haut halt, was weiß ich, in der Woche 200 Schnitzel raus. Ja. Der hat anderes Material. Das fängt schon bei der Herdplatte, bei der Pfanne an, beim Öl, beim Fleisch, bei allem. Das Ergebnis ist aufgrund der Qualität von Material und auch von Equipment einfach ein anderes. Und die Fähigkeiten wollen wir nicht vergessen. Ne? Klar. Kommt noch dazu. Also wir können ja eigentlich festhalten. Wir haben erstens mal das Thema Entscheidungsfindung, genau. Ja, als Reisestart. Genau. Ne, dann haben wir die tatsächliche finale Entscheidung. Dann haben wir wirklich den Weg dadurch. Ne, fängt bei der Vorbereitung an und dann machen schon viele, sehr, sehr viele Fehler. Egal ob Privatverkäufer, auch Immobilienmakler. Ja. Ne, die Vorbereitung, du hast es toll gesagt, exzellent muss die gemacht werden. Die Durchführung muss exzellent sein. Und dann gibt es auch am Ende ein tolles Ergebnis. Richtig. Oder? Und da brauchen wir jetzt noch zwei Schritte. Und zwar, sobald die Immobilie online ist, sobald ich mit der Vermarktung starte, muss ich halt überlegen, was tue ich denn? Ein Portal reicht halt einfach nicht aus. Und da muss ich gucken, dass ich dort halt einfach die richtigen Portale aussuche und hier gucke, dass ich einfach mit der Immobilie nach außen gehe. Dann kommen die Anrufe, die E-Mails rein. Qualifikation von Interessenten. Zeige ich wirklich jedem, der sich da meldet, meine Immobilie? Ja. Beantworte ich wirklich jedem irgendwelche Fragen am Telefon? Nein, tue ich nicht. Zu differenzieren, mit wem gehe ich dahin, mit wem gehe ich nicht dahin. Diese ganzen Punkte und dann auch hier on point zu sein, weil für diesen ersten Eindruck gibt es halt einfach keine zweite Chance. Dieser zweite Schritt nach der Vorbereitung, diesen Verkaufsprozess durchzuziehen, der muss Vorfeld auch gut überlegt sein. Ich habe mit so vielen Verkäufern gesprochen, die machen das neben der Arbeit. Da rufen die Interessenten an, der ist genervt. Da dauert es teilweise 2-3 Tage, bis der Interessent zurückgerufen wird. Geht gar nicht. Da sind die teilweise schon wieder weg. Und um das Ganze dann auch wirklich abzuschließen, ist es dann einfach so, auch beim Thema, wenn ich dann jemanden gefunden habe, zu verifizieren, wer ist es nun? Kann der überhaupt kaufen? Stimmt es mit der Finanzierung? Kaufvertrag, Besprechung, Details im Kaufvertrag, den Kaufvertrag zu vollziehen, Finanzierung zu prüfen und dann wirklich zum Bestpreis oder einfach zum bestmöglichen Ergebnis am Ende des Tages beim Notar zu sitzen und dort zu unterschreiben, das ist einfach kein Job von einem Amateur. Absolut. Also das heißt, Immobilienverkauf ist Expertensache. Yes. Und es wird es auch immer bleiben. Ausnahmen können sein, wenn einer unbedingt will, dann soll er es halt gerne probieren. In der jetzigen Marktphase aber ehrlich gesagt nicht zu empfehlen. Ja. Und einen guten Makler erkennt man eben daran, dass er gute Arbeitsergebnisse hat, dass er belegen und zeigen kann, was wirklich seine Arbeit ist, oder? Genau. Dass er wirklich den Prozess zeigen kann. Genau, dass er zeigen kann, Schritt für Schritt, schau, hier fangen wir an, da enden wir und das passiert in der Mitte. Und das ist nicht, also man würde ja sagen, schwarz auf weiß, sondern das ist wirklich auch anschaubar, anfassbar, genau. Und nicht einfach nur irgendwelche Hülsen, bisschen bla bla bla, wie wir machen das schon, sondern das kann man zeigen. Und der Tipp an der Stelle ist einfach auch, sich anschauen, sich es zeigen lassen, nicht nur hinhören, sondern belegen lassen, zeigen lassen. Erklär mir doch mal bitte Schritt für Schritt, wie machst du es eigentlich? Und ein Makler, der das nicht kann, Finger weg. Korrekt. Können wir so sagen? Das ist die Aussage. Das ist das ideale Stichwort oder Schlusswort vielmehr. Genau. Lieber Christian, ich danke dir sehr. Ich sage auch danke. Und in diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.